Servus meine lieben Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video vom Landwirtschaftssimulator 2017 auf der Gold Crest Valley Map. Und vielleicht hört ihr es auch schon, ihr werdet es auf jeden Fall hören. Ich bin krank. Ich bin heute auch von der Schule zu Hause. Ich muss das Video auch ganz kurz halten. Ich habe Halsweh, Fieber gehabt heute schon. Ich werde auch nur schauen, dass ich das Feld mache und dann was es für heute. Ich wollte noch ein paar Ankündigungen und Erklärungen dort noch machen heute. Und schauen, dass ich ein paar Sachen noch kriege, also erklär, red, bla bla bla. Auf jeden Fall, ja. Das erste, was ich ansprechen möchte, ist und zwar, dass ich heute morgen, also Freitag ab 9 Uhr streamen werde. Wie lang weiß ich leider noch nicht. Auf jeden Fall werde ich streamen. Ich habe nämlich vor, es wird ein sehr langer Stream. Also bis abends halt. Ich werde LS streamen. Minecraft. Minecraft Herr der Ringe Mod wieder mal anschalten. Minecraft Herbert hier in LS. Ja, das werde ich alles morgen machen. Nur ja, und für Stronghold natürlich auch streamen. Beim langen Stream kann man mehrere Spiele spielen, also es wird so von 9 bis 12 und dann von 1 bis 18-20 Uhr sein. Und dann, ja, das war's dann eigentlich vom Stream her. Also das nächste, was ich noch ansprechen möchte, es wird, ich habe ja gesagt, ab Dezember, ab Weihnachten kommt dann eine zweite LS Map. Ups, so weit. Das überlege ich mir halt noch. Also überlegt halt noch, ob die ich das wirklich machen soll. Also ja, das sehe ich wieder scheiße, Leute. Ich meine halt, ich werde das schon gut machen, aber es wird wahrscheinlich eine kleine Planänderung geben. Und zwar aus irgendeinem Grund schmiert bei mir alles ab, sobald ich probiere auf einen Nitratus, also auf einen LS-Server, muss ich sagen, eine Karte hochzuladen. Da geht alles in Luft, also. Und wenn ich schon einen Server habe, will ich auch die Blutbach da auf den Server spielen. Leider weiß ich nicht, wie ich die hochladen soll. Das ist halt so eine Sache, die ich noch überlege. Und muss halt schauen, wie ich das machen werde. Dann haben wir halt überlegt, kennt wahrscheinlich alle die Losberg, die jetzt rauskommen ist. Und ich könnte natürlich auch die Map spielen, ja. Die Losberg, ja, im Multiplayer, und den zweiten Tag ein Video machen. Da habe ich mir aber gedacht, nee, weiß nicht, soll ich nicht. Da habe ich mir ja gedacht, nee, eher nicht. Jetzt habe ich noch überlegt, wie ich eben eine Map aufladen soll auf den Server, und mir fällt einfach nichts ein. Also es dauert ewig, so eine 200 300 Megabyte
Map hochzuladen, dauert schon ewig. Dann spackt einem der ganze PC ab und das regt einem halt sehr auf, ne? Und deswegen, von daher, überlege ich halt drauf, wie ich das jetzt malen soll. Und ja, ich weiß jetzt nicht genau wie und wo und was deshalb. Na super. Deswegen überlege ich halt noch, wie ich das genau machen soll. Ja. Weil da müsste ich halt, wenn Minecraft her hat auch noch ist, müsste ich halt also an manchen Tagen 3 Videos hochladen. Oder halt so, dass ich einen Tag den normale, also den Wildportal-Folge und eine Minecraft Herald Folge und am Tag auf den Losberg eine Wildportal Folge haben, versteht ihr? Und das geht sich schon aus, von daher ist das kein Problem. Ups, das war jetzt nicht technisch gut. Upsi. Ja, und jetzt überlege ich halt noch, wie ich das unter den Hut bringen soll, weil ich möchte halt gern die Wildportal auf den Server hochladen. Wenn der zu schlecht, wenn ich zu schlecht ist zum Hochladen, das halt zu lang dauert, muss ich schauen, wie ich das mache. Aber schauen, wann die Wildportal rauskommt. Und da ist es halt so, ne? Jedes Mal, wenn es eine neue Version gibt, muss ich die auf den Server hochladen. Das ist anstrengend. Wisst ihr, ist halt so ein Problem. Und ich hoffe, ich werde das schauen, halt schon so schnell wie möglich im Bild bekommen. Dürfte auch kein Problem sein, glaube ich halt. Wird wahrscheinlich ja, wird jetzt nicht. Also ich hoffe es halt wird, es wird kein Problem. Und vielleicht werde ich nur die Losberg spielen. Weil die Wildpartei ist halt trotzdem nicht so ne zum Aufnehmen gedacht, aber andererseits spielt sie auch keiner zu. Obwohl sie eigentlich die beste Map im LS ist. Aber jetzt werde ich alles noch bekannt geben. Ich wollte euch nur mal so ein bisschen informieren. Wahrscheinlich wird die Wildportal auf die Server trotzdem hochgeladen. Sonst gibt es die Losberg, deswegen wollte ich das mal erzählen. Aber ich muss auch leider sagen, das heutige Video ist aus, weil ich habe keine Stimme mehr, fast jetzt nach 8 Minuten ungefähr. Und danke fürs Zuschauen, lasst einen Daumen da, Bewertung. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.